Ach ja, was gibt's denn da schon wieder alles Neues? Aha. Ah, die pulst aber auch. Hallo, bist du wieder da? Hi, grüß dich. Ja, was machst du nur hier? Ja, Stefan. Alle 2 Jahre, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Okay, okay. Ja, ich hab schon mal ein bisschen geschaut, ne? Ja. Ihr habt da wieder ein paar neue Sachen am Start? Ein paar Dinge haben wir mal wieder für die Interzoo fertig gemacht. Und wenn wir denn schon hier sind, wollen wir ein bisschen was zeigen. Hier habe ich irgendwie so eine Blackbox gesehen. Ja. Magst du mir da was zu erzählen? Könnten wir machen. Wo ich gerade hier bin, versuche ich mich mal nützlich zu machen. Okay. Das ist ein neuer Aquariencomputer. Und zwar einer, der über WLAN mit dem Router verbunden wird. Man hat ein Basic-Modul, hat dann verschiedene Komponenten, die pH messen, Pumpen steuern, Licht steuern, also verschiedene Aktionen durchführen können. Der Haupteffekt bei diesem Computer wird sein, dass man das Ganze über Handy, Tablet, Computer überall in der Welt nachher abrufen kann. Und man kann praktisch eine Fernwartung machen, man hat eine kleine Kamera damit verbunden, sodass man am Strand gucken kann, schwimmen meine Fische noch, man kann sich Werte ansehen und könnte theoretisch auch die Pumpen runterregeln oder das Licht ausmachen, wenn man dann möchte. Wir können uns das vielleicht da vorne an dem Computer mal eben anschauen, wie das dann auf dem Tablet nachher aussehen wird. Okay, das heißt, ich brauche das Grundmodul und dann ein Basismodul pro... Also ich brauche erstmal nur das Grundmodul, okay. Dann kann ich schon mal Temperatur und Licht und Pumpen steuern. Ach so. Und kann dann nachher relativ preiswert einzelne Module für pH-Messung, Niveausteuerung, Redox-Messung dazu kaufen, sodass ich am Ende ein System habe, was preiswerter ist, als wenn ich mir jetzt einzelne pH-Computer und Messgeräte kaufe, die ich ja auch noch nicht mal miteinander verknüpfen kann, was hier auch noch zusätzlich geht. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Dann lass uns doch mal an den Laptop gehen, weil im Moment habt ihr es auf dem Laptop laufen. Wir haben es hier laufen, genau. Und dann können wir es einmal zeigen. So. Ja, so sieht das dann nachher auf dem Bildschirm aus. Man sieht hier zum Beispiel die Webcam, die sich da vorne am Aquarium befindet. Und man sieht, dass die Fische noch schwimmen. Man könnte die natürlich auch weiter wegnehmen und das ganze Aquarium aufnehmen. Das kann dann jeder machen, wie er möchte. Und da passt dann jede beliebige Webcam dran, also man muss da kein spezielles teures Gerät für haben. Okay, und das heißt aber auch, ich muss jetzt nichts großartig programmieren, sondern kann hier über Schieberegler die Sachen einstellen. Man kann weiter in die Tiefe gehen, wenn man möchte, man kann hier aber auch über diese Schieberegler Strömungen verändern und hat bei diesen Schiebereglern jetzt auch noch den Vorteil, es erscheint dann oben ein Button, wenn ich das verändere. Und darauf kann ich dann drücken und dann sind alle Werte wieder so, wie sie vorher waren. Das heißt, wenn ein Freund zu Besuch kommt, kann ich ihm mal ein paar Dinge vorführen. Aber ich muss mir nicht merken, wie es vorher war, sondern ich drücke nachher wieder auf den Knopf und bin wieder da, wo ich vorher war. Ja, oder wenn ich so haben will, dann muss ich irgendwie speichern. Dann muss ich nachher abspeichern, wenn es mir gefällt. Dann muss ich es einmal programmieren. Aber auch das ist relativ einfach selbsterklärend, indem man einfach die einzelnen Menüs anklickt und dann die Pumpen so einstellt, wie man sie haben möchte. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Wir sind ja auf der Interzoo, das heißt ja noch nicht, dass die Teile, die hier gezeigt werden, schon im Handel sind. Habt ihr schon eine Idee, wann es in den Handel kommen soll? Also dies ist noch ein Prototyp, der hier läuft. Wir hoffen, dass wir Ende bis Anfang nächsten Jahres ausliefern können. Sieht bisher auch gut aus. Wir sind gespannt. Ja. aber ich habe noch Lampen gesehen. Ja, ihr habt noch neue Lampen haben wir. Diese Lampe heißt Aquarius. Da kann man sich relativ einfach merken, wofür sie ist. Ist eine Meerwasserleuchte und relativ simpel kann man sich merken. Wir haben sie in 30, 60, 90 und 120 Zentimeter. Okay. Die haben dann auch etwa 30, 60, 90 und 120 Watt. Okay. Ist nicht ganz exakt, die 120 hat nachher 128, aber auf die Art weiß man relativ einfach, genau, was sie machen kann, wie viel sie leistet. Das sind Leuchten, die haben, wenn man mal hier unten schaut, 6 Kanäle, verschiedene Farben und man kann dann diese einzelnen Farben auch anschließend über einen Controller regeln. Man kann das manuell machen, es gibt dann einen Fixed Mode, da sind also schon Daten hinterlegt, also für jemanden, der keine Lust hat, 6 Kanäle zu programmieren, der nimmt dann den und dann geht das Licht morgens um 8 an und abends wieder aus mit Mondlicht dazu. Oder man hat noch einen Setting-Mode, wo jeder dann selber jeden Kanal einzeln einstellen kann. Und das ist ein relativ einfaches System. So eine Leuchte in 120 cm Länge habe ich zu Hause über 1,30 Meter Becken mit Weichkorallen und Steinkorallen. Und alles wächst darunter wunderbar. Also das ist sicherlich ein sehr preiswertes System,
auch gerade für Neueinsteiger muss man nicht gleich die allerteuersten Lampen dann immer haben. Ja. Und wenn ich jetzt zwei von diesen Lampen bräuchte, kann ich die kombinieren, dass ich nicht beide programmieren muss? Oder ja, da gibt es dann nachher ein Verbindungskabel, sodass man einen Controller an mehreren Leuchten hat. Ah, das ist toll. Das ist ein ähnliches System, wie wir es bei unserer Ocean Light auch schon haben. Okay, gut. Und wenn der euer Aquariumcomputer dann auf dem Markt ist, kann ich dann quasi auch über den Aquariumcomputer die Lampe steuern? Ja, also die Lampen, unsere Pumpen, das kann alles über den Aquariumcomputer angesteuert werden. Die Anschlüsse sind gleich so gemacht, dass das da problemlos alles dran passt. Dann. Das hört sich richtig gut an. Ja, das wird auch funktionieren. eine Frage noch. Habt ihr so einen Grundsetup, wo ich quasi das Spektrum, wo man sagt, dass ich das Spektrum nicht zu hart verstellen kann, sage ich mal, dass ich es nicht so krass verstelle, dass die Korallen quasi zu arg falsches Spektrum kriegen? Also wir haben hier extra diesen Fixed Mode, wo ich ein Programm hinterlegt habe, was nicht abänderbar ist, okay, wo man also sicher sein kann, dass es funktionieren will. Wenn einer jetzt aber sagt, ich möchte aber nun gerade um 12 mehr Rot haben und vorher nicht, dann muss er über den Setting Mode sich das entsprechend variieren. Aber ein Grundprogramm, dass man weiß, wie man das machen kann. Grundsätzlich würde ich bei all diesen steuerbaren Leuchten sagen, wenn einer gar nicht weiß, wie er es machen soll, macht es wie früher, er fängt mit Blaulicht an, schaltet dann den Rest dazu und endet abend immer wie mit Blaulicht. Da kann man gar nichts mit falsch machen. Das stimmt. Oder eben jetzt bei euch im Fixed Mode. Da kann man sich wenigstens angucken, wie es eingestellt ist, und dann könnte man sich orientieren. Richtig. Und dann halt so ein bisschen feintunen. Ja, genau. Damit die halt, manche Leute haben ja, weiß ich, lieber mehr Rot drin, mehr Blau drin, mehr Weiß drin. Gibt ja verschiedene Geschmäcker. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Die Leute wollen natürlich sehr viele Steuermöglichkeiten. Und wenn sie dann haben, fragen sie sich, was muss ich jetzt damit machen? Das so ist manchmal nicht so ganz einfach. Ja. Und wir versuchen dann mit Beispielprogrammen, die relativ einfach gehalten sind, zu erklären, wie man erstmal den Einstieg macht, und wenn dann einer sagt, ich möchte etwas weniger Weiß, etwas mehr Blau haben, dann kann er da das Feintuning dann machen, aber er muss nicht ganz bei Null anfangen dann. Super, danke für die Erklärung. Ja, ihr habt ja noch eine Lampe rausgebracht. Ja, die ist gleich hier nebenan. Das ist hier dieser Cube. Stefan, am besten auf die Seite. Ja, genau. Wir können tauschen, wenn du magst, dass du besser zeigen kannst. Der hat 50 Watt, sitzt hier an so einem Schwanenhals, also man kann ihn jetzt unterschiedlich verstellen. Er hat zwei Kanäle, die man hier regeln kann. Einfach ausgerückt einmal ein Weißkanal und als zweites ein Blaukanal, wobei sowohl der Weißkanal als auch der Blaukanal noch ein paar andere Farbtöne enthalten, die aber dann nicht so wie bei diesen Leuchten einzeln ansteuerbar sind, sondern man hat da wirklich nur zwei Einstellmöglichkeiten. Man hat zusätzlich noch einen 0 bis 10 Volt Anschluss, sodass man auch über einen Computer dann extern ansteuern könnte, wenn man das dann möchte. Aber die Leuchte ist natürlich auch so zu betreiben. Man stellt sich das Spektrum, die Lichtfarbe so ein, wie man sie haben möchte, und macht dann mit einer Zeitschaltuhr einfach nur an und aus. Okay, dann wäre es aber nicht gedimmt. Also dann wird sie nicht rein und raus fehlen. Dann dimmt sie nicht rein und raus, sondern man macht sie einfach an und man macht sie aus und stellt sich das Lichtspektrum so ein bisschen so ein, wie man es persönlich als schön empfindet. Da gehen die Geschmäcker ja auch auseinander. Der eine möchte mehr Blau, der andere mehr Weiß. So sieht's aus. Und das kann man hier selber einregeln. Ja, ist gut. Und für diese Beckengröße wären so zwei von diesen Spots angedacht. Ja, also so ein Spot hat 50 Watt. Das heißt, über diesem Becken, das hat so etwa 150 Liter, haben wir jetzt 100 Watt an Licht drüber. Wenn man das jetzt ein bisschen das Spektrum ändert, geht die Wattzahl ja auch ein bisschen runter, weil man ja was wegnimmt. Ja. So hat man da auch noch ein bisschen Spielraum. Okay. Es gibt auch noch ein zweites Becken, das Blenny. Da haben wir dann nur einen Spot drüber. Ja, gut, das Blenny. Die sind aber auch alle einzeln erhältlich, also nicht nur in Verbindung mit den Aquarien. Also wollte ich gerade sagen, aber wenn ich mir jetzt das Blenny kaufe oder diese Kombination kaufe, dann sind die Lampen dabei. Da sind dann jetzt diese Lampen in Zukunft dabei, statt der Reflet und den Spots, die wir vorher drüber hatten. Ja, schöne Sache. Ja, ich denke, dass das bei den Leuten ankommen wird. Sehr gut, ich danke dir vielmals. Ja, gerne. Und in zwei Jahren treffen wir uns da vorne wieder. Mal schauen, in zwei Jahren lasse ich mich vielleicht nicht erwischen. Ja, mal gucken. Okay, wir sind raus.